Früher waren Parkplätze das A und O in den Siedlungen. Das hat sich anscheinend geändert. Weshalb? Ja, es hat sich geändert, vor allem in den größeren Städten. Also Bauherren haben gemerkt, dass sie diese Parkplätze, die sie gemäß Gesetz oder Verordnung bauen müssen, vielfach gar nicht nutzen können. Das heißt, die Nachfrage ist gar nicht da. Das ist so, vor allem auch in größeren Städten, weil wir dort einen großen Anteil an autolosen Haushalten haben. Die brauchen diese Parkplätze nicht. Die Gemeinden müssen flexibler ihre Verordnungen gestalten. Unter gewissen Bedingungen natürlich, die die Bauherren zu erfüllen haben. Was wären das für Bedingungen? Die Bedingungen sind, dass wenn zum Beispiel ein Bauherr unter das Minimum, das reglementarisch geregelte Minimum an Parkplätzen bauen will, dass er ein Mobilitätskonzept vorlegen muss mit der Baueingabe, das zeigt, wie er quasi den Mehrverkehr ohne diese Parkplätze managen kann, sodass kein Suchverkehr an Parkraum im Umfeld des geplanten Baus entsteht.